Mann! Da müssen wir raus. Hoffe ich einfach mal. Was sind das überhaupt für Minipunkte auf der Map? Sehe ich gerade, sehe ich jetzt erst, oder beziehungsweise achte ich jetzt gerade auf. Ach, das sind die Sauerstoffbehälter. Ich guck gleich mal. Vorher huste ich aber mal. So, schön in den Popschutz. Nanu, nanu. Dies, wer weniger wehleidig werden? Ich darf wehleidig werden. Doofe Steuerung. So, hier ist Hahn 4 Vocals, wovon wir auch letztes Mal gelesen haben. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen... Weg. 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 Ey, geil, kann man drin blättern. Seite 1. Seite 2. Oh. Wie geil. Geiler Bug. Man kann blättern, aber... Naja, gut. Gibt es hier noch Oxygen? Hier hört es hört sich ein bisschen strange an. Alter, wenn jetzt hier irgendwas kommt, was mich verfolgt, ich glaube, dann werde ich auf jeden Fall ungemütlich. Oder dann wird mir auf jeden Fall ungemütlich. Oh, hier muss ich gar nicht hin. Da muss ich hin. Überall, wo Hardy Man steht, muss ich hin. So, schnell. Sauerstoff ist bei 40%. Sagen wir mal 39. Manual activation required for outgoing communications to mission control. Oh. Communications array repair override enabled. Manual array alignment required. Okay, also alle drei. Aber jetzt haben wir auch alle drei angezeigt auf der Map. Okay, alles klar. Wir schwirren ein wenig im Weltraum, weil wir das so gerne tun. Hui, da vorne sehe ich auf jeden Fall Sauerstoff, darüber freue ich mich sehr. Stoße erstmal voll mit dem Kopf gegen die Kiste. Ich hoffe echt nicht, dass hier irgendwelche Aliens kommen, wenn die mich irgendwie verfolgen wollen. Aber ich glaube fast, das Spiel hat mehr mit Realismus zu tun als mit irgendwelchen Aliens wie bei Dead Space oder so. Aber Dead Space, da haben sie sich ja auch... da darf man eigentlich gar nicht drüber lachen. Die haben sich da einen richtigen Unfall opfern, haben die sich da orientiert. Okay. What we have here... Wie heftig, was ist denn das? Sieht ein bisschen aus wie von Star Wars, bloß ein bisschen vergrößert. Dieser komische Ball, der Luke da angeschossen hat, im vierten Teil, glaube ich. Wo er da drauf und dran war, Jedi zu werden. Hört sich auf jeden Fall lustig aus. Hört sich ein bisschen lustig aus. Hört sich ein bisschen lustig an. So. Also wie viele Türen wir jetzt schon geöffnet haben. Da vorne schwirrt was rum. Ein Bild. Oh. Ah, es könnte sein. 2016? Ist ja alt. Also. Ach, alles klar, das ist ein. Ist das ein Kindheitsbild? Soll das ein Kindheitsbild von einer sein hier von der Station? Das kann natürlich sein. Ah, zu Teresa Lopez zurückbringen. Eine Frage ist natürlich, ob die noch da ist. Sauerstoffnachfüllungsstation online. Das freut mich natürlich sehr. Sonst hätten wir uns da auch noch drum kümmern müssen. So, gehe ich jetzt hier richtig? Ich hoffe, ich gehe richtig. Nee, bin ich gar nicht. Ich orientiere mich gerade schon nach den anderen Pfeilen. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Hihi. Aber ich glaube, hier ist auch wieder... Oh, hier ist, glaube ich... Na, willst du nicht wieder alleine steuern? Schade. Ja. Personal Log. Astronaut. Lopez. Teresa. 23. October. 2036. The comm dishes are so powerful. They attract and amplify random sat transmissions that interfere and broadcast over area comm link during space. One moment, you are totally alone. Detach
from all humanity. Suddenly, with a distorted glitch, you are transported to a baseball game in China, or a Vietnam War protest in 1967, or a police surveillance drone over the islands of Los Angeles. Random moments of life, millions of them from all over Earth, floating endlessly in space, waiting to somehow be captured and heard. Ah, hier ist die Schüssel. Aber... Alter, voll mit Strahlung vollgepumpt. Ob man mit dem Satelliten nach Hause kommunizieren kann, also wieder auf die Welt. Warte mal, ist der überhaupt ausgerichtet? Nö, der ist falsch ausgerichtet. Aber wie cool. Die Welt hat sich ein wenig verändert. Schwört da hinten? Oh, ich wollte gerade sagen, da schwört schon wieder wer. Friendos? Da leuchtet doch schon wieder der nächste. Mist. Da will ich nicht hin. Das ist meine Crew. Alter. Hier ist doch Platz. Ich wollte gerade sagen, hätte ich hier gar nicht rausgekommen. Ah, da war Halten. Alter. Ich muss mal ein bisschen auf meine Umgebung achten. Einfach mal ein bisschen drehen und so tun, als wenn man wüsste, was man macht. Ist immer die schlauste Methode. Da ist also die Kommandozentrale jetzt mal im Überblick so. Okay, das Ding fängt sich an zu drehen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Oxygen hatten wir, glaube ich, drin in der Station. Also eine 100% Auffüllstation. So. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Dann nehmen wir uns das auf jeden Fall gleich mal mit. Und ich fülle auch mal auf. Ach, Mist. Oh, ich bin so doof. Muss ja gedrückt halten. Und an diesem Punkt muss ich wieder loslassen. Gut. Dann haben wir jetzt das auf jeden Fall auch abgeschlossen. Da ging's raus. Und da geht's auch raus. Aber hier steht jetzt einziges online. Also, ich gehe mal den Weg des Online. Ich glaube, ich gehe wieder normal zurück. Und ich glaube, fast hier ist der richtige Weg. Lalalala. Obwohl, warte mal, da drüben stand auch Exit, ne? Ja, da steht auch Exit, aber ich glaube, da geht's komplett raus und hier geht's wieder zurück. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ich wollte gerade sagen, ah, nicht, dass ich jetzt hier erschlagen werde. Das wäre natürlich auch eine krasse... Oh, es trifft mich natürlich perfekt. Alter, Alter, Alter. Jetzt habe ich natürlich komplett die Orientierung verloren. Aber ich glaube fast... Na, vielleicht kriegen wir gleich nochmal einen Stups. Okay, da sind wir perfekt dran vorbeigeglitten. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht wieder... Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht falsch gehen. Oh, oh. Oh, okay, gut. Oh, schön. Gedrückt halten. Los, 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 das erschlägt dich. Gut. Ich habe jetzt schon gedacht, ich krieg wieder eine voll auf die Nuss. Gut, der steht hier, die steht voll im Gefahrenbereich. Oder? Der war doch da voll? Na gut, ich denke nicht weiter drüber nach. Das Leben eines Astronauten ist wahrscheinlich sehr adrenalinreich und daran muss man sich gewöhnen. Und ich glaube, hier muss ich lang. Oder? Doch, ich glaube schon. Und ich glaube fast, hier war auch die Stelle, wo wieder der andere Astronaut war. Och man. Ist immer scheiße, so ein bisschen die Crew zu finden. Ich bin auch so doof. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass ich ja noch Oxygene brauche. Voll verwöhnt hier. So. Einmal. Oh ne, diesmal irgendwie woanders hinschmeißen, weil sonst schmeißt er die ja wieder perfekt. Vor allem der. Ich rede hier die ganze Zeit. Ich rede hier die ganze Zeit von der. Dabei ist das eine die. Und außerdem. Na, wo? Ich bin ja der Spieler. Der Dussel. Okay, da muss ich hin. So, was steht denn da eigentlich die ganze Zeit immer? Sauerstoff oder Ressourcenknappheit?
Verknappung? Hm. Na gut, bis jetzt leben wir noch und wir wurden auf jeden Fall noch nicht zurückgeschlagen, also von daher passt es. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, am Anfang sind wir doch auch zu diesem Zentralrechner und der war doch aber gar nicht mehr verbunden, da war doch alles zerstört ohne Ende. So, die nehmen wir mal mit. Ich frage mich, wie das funktioniert hat, dass das verbunden war, beziehungsweise dass das da auf einmal hingehauen hat. Ja gut, it's magic. The magic rainbow. So, exit. Okay, Kamera sagt, wir sind so rum unterwegs oder haben so rum unterwegs zu sein. Wow. Aua, 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 aua. Ob das weh tut im All? Dumme Frage, tut weh. Ich bin richtig. Hoffe ich mal. Oh, guck mal hier, SSD. Und catch them all. Ich habe 5 von 25, 6, doch 5 von 25. Aber ich werde auf jeden Fall noch alle finden. Wäre ich natürlich nicht. Da ich ja sehr schlau, der schlausten einer bin. Ah, okay, alles klar, da haben wir die nächste Gondel. Aber da hätten wir da auch von da aus rüberkommen können. Jetzt muss ich erstmal kurz hier Fassung fassen. Ah, alles. Hä, wieso sind wir denn von da gekommen? Na gut, ich folge einfach hier dem Pinöpsel. Das ist immer das Schlauste, was man machen kann. Vor allem in meinem Zustand. Alter, es leuchtet ganz schön. Ist das die Sonne? Ja, muss die Sonne sein. Oder ist das der Mond? Nee, der ist nicht so hell. Das kann gar nicht sein. Oh, war das gerade eine Sternschnuppe? Lalala, oder war das wieder ein Bildfehler? Im Bild? Oh, sah man hier? Ey, sowas hat man noch gar nicht gehabt. Alter, 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 Alter. Ich will ehrlich gesagt... Ich will ehrlich gesagt nicht mein ganzes Hemd aufschneiden. Weg mit dir! Emergency escape vehicles offline. Core systems required for launch. Schade, die Fluchtfahrzeuge... Fluchtfahrzeuge, Fluchtautos natürlich im Weltraum. Die sind leider nicht verfügbar, die sind... Weiß ich nicht, sind alle offline, wie alles hier fast. Und von der Warte her, na gut, müssen wir es wieder auf die altbegehrte Methode machen und uns vorankämpfen. Und dann müssen wir, weiß ich gar nicht, ob wir mit dem ganzen Schiff hier einen Abgang machen werden. So, oh, mit dem Ball werden wir auf jeden Fall noch Spaß haben. Jetzt, wo er hier noch still steht, da gefällt er mir ganz gut. Ich frage mich, kann man da vielleicht am Rand oder oben oder wie oder was? Ich lasse mich einfach mitpelzen und dann klappt das schon. So. Ach, bin ich doof. Der Oshima sagt sie doch die ganze Zeit. Ja, Entschuldigung. Nicht so wehleidig. Oshima sagt sie ja die ganze Zeit. Sie sagt ja die ganze Zeit, ja, wir sind open for Lösungsvorschläge. Oder für Kontaktaufnahmen. Vorzugsweise von Aliens. So, Vocalist 2 und Vocalist 3, aber ich glaube... Kann man da was machen? Nee, ich glaube, den Screen hatten wir schon einmal gehabt. Ey, eine Schere. Pam! Nein! Mist! Wollte ich einmal schlagen, einmal... Slap mitgeben. Oh, guck mal, hier haben wir noch was Schönes. Gucken wir, ob wir diesmal rankommen. Ja! Ah, guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Repair Station. Guck mal, was wir da alles Schönes machen können. Das wäre natürlich cool, wenn man den Anzug so ein bisschen upgraden könnte. So Sauerstoff und sowas. Aber ich glaube, fast so viel... Ich glaube, so viel kann man da gar nicht machen jetzt. Vor allem bei dem, den ich habe. Ah, alles klar. Ich verstehe. Ich darf... Ja, ja, ja. Ich darf nicht so oft irgendwo gegenstoßen, weil ich glaube, dass... Das verursacht denn doch schon, dass man... Wow, dass der Bildschirm mal ein bisschen einen Knacks wegkriegt. Oh, ja, da ist natürlich der erste gleich. Oh, ich darf nicht überall gegenstoßen. Gleich erst um 5 Meter. Bats. Ja, ja, ja. Das ist wie mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Ich gehe richtig, ne? Ja, den Raum kenne ich noch nicht, das ist schön. La 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 la. Warning. Hand 4 EVA suit critically damaged. Core EVA system was? Operating at 51%.
Ach so. Hand for EVA emergency repair required. Ja, das wissen wir schon. Also hier kann man gerade nichts machen. Ach, warte mal. Hä? Oh, ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Idiot. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Oh. Na gut, dann können wir... Ich wollte zurück, weil ich wollte hier Sauerstoff holen. Weil ich habe gehört, hier in der Kommandozentrale gibt es den reinsten Sauerstoff. Oh. Und ich habe gehört, dass man F gedrückt halten muss. Ach man, manchmal bin ich echt begeistert von meiner eigenen Schlauheit. So, pump dich auf. Ach, ich bin so bescheuert. Einmal eine Dreiviertelstunde umsonst verplempert. Mann! Vocalist 0 und 1. Ach, alles klar. Und da hinten war 2 und 3. Na gut. Dafür wissen wir jetzt wenigstens Bescheid. Oder ich zumindest. Ihr wusstet wahrscheinlich vorher Bescheid und habt euren armen Bildschirm wahrscheinlich verpelzt.